Ein deutsches Märchen. Die Hirtin und der Schornsteinfeger. Es war einmal in einem Wohnzimmer. Da wartete ein Meer von vergessenen Figuren. Flauschige Teddys, Holzpuppen und ein grinsender Hampelmann auf den Zauber der Nacht. Tagsüber leblos, in der Nacht lebendig mit ihren Geheimnissen und spielerischen Bewegungen. Hallo, Edith. Hallo, Ron. Wie geht es dir? Ron war ein Schornsteinfeger und Edith war eine Hirtin. Beide waren aus Porzellan. Ron mochte Edith vom Moment an, als er sie sah. Als er neben sie gelegt wurde, war er sofort verliebt. Ich muss dir ein kleines Geständnis machen, Ron. Ich finde dich ziemlich gut aussehend und stark. Die Art, wie du die Ärmel hochkrempelst. Dein Lächeln. Oh, Edith, du kannst dir nicht vorstellen, wie schnell mein Herz in diesem Moment schlägt. Den ganzen Tag warte ich darauf, dass ich abends wieder mit dir reden kann. Du bist umwerfend. Ach, hör doch auf. Bring ein Porzellanmädchen nicht zum Erröten. Nun war da aber ein mürrischer alter Mann mit langem Bart, der diesen herzlichen Austausch aus der Ferne beobachtete. Der Mann war ein hölzernes Gesicht, das in einem Schrank geschnitzt. Er wurde von allen im Raum gefürchtet. Sie alle hielten ihn ohne Ausnahme für eine Autoritätsperson. Der Mann wurde General Code genannt und war aus kostbarem Ebenholz gemacht. Ron, du schmutziger Schornsteinfeger, wie kannst du es wagen, in diesem koketten Ton mit der Hirtin zu flirten? Aber General, er hat es nur erwidert. Du hältst dich da raus, Edith. Dieser Schornsteinfeger weiß nicht, wer er ist. Es war aber so, dass General Code auch ein Auge auf Edith geworfen hatte. Und sein lüsterner Blick war Tag und Nacht aus der Ferne auf sie gerichtet. Ich bitte um Entschuldigung, General. Aber es tut mir nicht leid, was ich für Edith empfinde. Ich bin mehr als meine Kleidung. Ihr lauter werdender Streit wurde aber dadurch unterbrochen, dass die Bewohner des Hauses erwachten, weil es schon wieder Morgen war. Edith hatte einen engen Freund, einen Monstertruck namens Wheels. Wheels war ein weiser Freund und Vertrauter für Edith in Zeiten, in denen sie an sich selbst zweifelte. Hallo, Edith. Was machst du für ein langes Gesicht? Was ist passiert, Edith? Wheels, General Code hat mich gebeten, seine Braut zu werden. Mein Herz schmerzt, denn erst gestern habe ich ihm meine Gefühle für Ron gestanden. Oh, ich verstehe. Das ist eine wilde Geschichte. Du solltest lieber General Goat als Ron wählen. Er ist aus Ebenholz geschnitzt und befehlt. Außer den Fluffy-Teddybären legt sich niemand mit ihm an. Wheels, der treue Freund von Edith, befand sich in einer Zwickmühle. General Goat, der tyrannische Herrscher, hatte ihn schlimm bedroht. Wenn es Wheels nicht gelänge, die aufkeimende Romanze zwischen Edith und Ron zu unterbrechen, würden seine Räder abmontiert werden. Wheels, aber du weißt doch, dass General Code ein Auge auf so ziemlich jede neue Puppe wirft, die in diesem Raum gebracht wird. Weißt du, wie viele Barbies in seiner zweiten Schublade gefangen sind? Ich denke, General Code ist stärker und verdient mehr Respekt. Das ist kein Respekt, das ist Angst. Und ich sollte seinen Vorschlag ablehnen. Später an diesem Abend trafen sich Edith und Ron hinter der kleinen Zimmerpflanze am Rande des Tisches. Ich bin's, Ron. Lass uns dein Stirnrunzeln zu einem Lächeln machen. Ron, ich fühle mich hoffnungslos. Ich will nicht als General Codes neueste Frau enden. Weine nicht. Ich werde es nicht zulassen. Lass uns durchbrennen und in die Welt gehen. Vertraust du mir? Natürlich tue ich das, Dummchen. Was hast du vor? Die beiden beschlossen, durchzubrennen. Sie mussten erst einmal vom Tisch herunterkommen. Ron kletterte an der Holzschnitzerei herunter und baute dann mit Streichhölzern eine Leiter für Edith. Hab keine Angst. Versuch einfach, dein Körpergewicht auf beide Füße zu verteilen. Ein Schritt nach dem anderen. Du schaffst das.
Edith kletterte auf halber Höhe, da blieb sie mit dem Fuß an der Leiter hängen. Sie stürzte hinunter. Ron fing sie auf. Aber das Klappern der Leiter weckte General Colt. Was ist denn da los? Die beiden sind auf der Flucht. Fangt sie ein! Das Gebrüll von General Colt ließ Zinnsoldaten aus den Kisten springen. Gummienten torpierten und Wheels quietschte in der Verfolgung. Bleibt beide stehen! Jetzt gleich! Komm, Edith, nimm meine Hand! Was sollen wir tun? So langsam wie wir sind, wird man uns erwischen. Hier entlang, los! Ron und Edith sprangen auf einen Rollschuh. Und Ron ruderte den Rollschuh mit Hilfe von Ediths Hirtenstab schnell vorwärts. Wir werden immer schneller. Ja, es funktioniert. Ihr könnt abhauen, aber ihr könnt euch nicht verstecken. Edith, wir müssen für eine Weile untertauchen. Ich glaube, ich weiß wo. Auf der Suche nach einem Versteck schlichen sich Edith und Ron hinter die Bühne eines Spielzeugzeltes. Das Puppenspiel fand gerade statt, als die Zinnsoldaten hektisch hereinstürmten. Doch die starken Wächter Teddys packen die Soldaten und setzen sie auf freie Stühle. Ich glaube, es funktioniert. Niemand legt sich mit den Teddybären an. Okay, Edith. Sobald die Luft rein ist, machen wir uns auf den Weg zum Kamin. Wir gehen rein, klettern den Schornstein hoch und dann Freiheit. In der Zwischenzeit kehrte Wheels zurück, um General Colt Bericht zu erstatten. Sind sie gefunden? Noch nicht. Sie verstecken sich irgendwo, aber die Zinnsoldaten suchen noch nach ihnen. Irgendetwas sagt mir, dass du immer noch eine Schwäche für diese Hirtin hast. Du weißt schon, dass du ein Relikt bist. Deine Batterie wurde seit Jahren nicht ausgetauscht. Du wirst alt. Du bist gemein. Ich weiß, dass du ein Tyrann bist. Du bist nur eine Rinde aus Holz, die Befehle bellt. Du kannst nicht laufen und dieser Bart und diese fiesen Sprüche. Wie kannst du es wagen? Nehmt sein Vorderreifen. Au, das tat weh. Finde die Hirtin und bring sie hierher. Sonst werde ich dir die restlichen drei Reifen auch noch kaputt machen. Die Menschen werden dich wegwerfen. Meinst du wirklich? Wenn ich untergehe, dann nehme ich dich mit. Was hast du getan? Nein! Du Narr! Weißt du nicht, dass ich aus wertvollem Holz gemacht bin? Der Schrank stürzte ein und General Colt zerbrach in 1000 Stücke. Währenddessen lugten Edith und Ron hinter den Vorhängen hervor und warteten darauf, dass die Zinnsoldaten weggingen. Komm, Edith. Ich kann sie nicht mehr sehen. Bist du dir da sicher? Sie gingen gerade auf den Kamin zu. Da hörten sie eine Stimme hinter sich. Halt! Edith, hör mir zu! Oh nein! Edith, du solltest da nicht hinaufgehen. Die Welt, die dich erwartet, ist ungewohnt. Du kannst sagen, was du willst, aber du lockst sie nicht mehr zurück in dieses grässliche Zimmer. Wir haben uns entschieden. Lass uns einfach gehen. Seid ruhig und hört mir nur eine Sekunde lang zu. Steig auf, Edith. Das ist Zeitverschwendung. Lass uns gehen. Sie begannen wieder zu rennen. Ron ergriff Ediths Hand und eilte zum Kamin. Als sie nach oben blickten, sahen sie ein schwaches gelbes Licht hinter dem Schornstein. Dieses Licht muss in die Außenwelt führen. Also gut. Geh du voran, Ron. Beim Erklimmen der Schornsteinwände hörten sie Wheels rufen. Wartet, ihr beiden! Schnell, Edith! Er wird uns sonst einholen. Wheels hatte kaum noch Strom. Er versuchte, die Schornsteinwände hinaufzuklettern, aber mit einem geplatzten Reifen kam er kaum weiter. Er stürzte auf den Grund der Schornsteine. Du willst nicht nach da draußen gehen! Edith und Ron saßen nebeneinander auf der Kante des Schornsteines. Das ist großartig, Edith. Das ist die Außenwelt. Es ist atemberaubend schön. Der Himmel war klar. Und überall leuchteten unzählige gelbe Lichtpunkte.
Als sie sich umdrehten, sahen sie Gebäude, die viel höher waren als der Schornstein. Die schimmernden Lichter der Stadt blendeten ihre Augen. Zuerst waren die beiden aufgeregt. Aber bald wurden sie ängstlich. Sag mir ehrlich, Ron, können wir wirklich hier draußen unter den Menschen in dieser Welt leben? Ron schwieg. Er konnte ihr keine gute Antwort geben. Auch er hatte sich nie hinausgewagt. Eine Zeit lang bewunderten Ron und Edith einfach nur den Himmel und nahmen die ganze Aussicht schweigend auf. Edith, lass uns zurückgehen. Ich kann nicht das Risiko eingehen, ob wir draußen leben können. Ron, was sollen wir dann tun? Mach dir keine Sorgen, General Goat. Ich werde mich um ihn kümmern. Du bist in Sicherheit. Bleiben wir noch eine Weile hier auf dem Dach und gehen dann zurück. Sie legten sich mit dem Rücken auf das Dach und bewunderten die funkelnden Sterne. Plötzlich zündeten die Einwohner ein Feuerwerk. Oh nein, die Sterne explodieren. Lass uns gehen, Edith. Wir sind noch nicht bereit für diese Welt. Nimm meine Hand und lass uns nach Hause gehen. Die armen Porzellanfiguren hielten die Feuerwerkskörper für explodierende Sterne. So naiv waren sie. Also beschlossen sie, wieder hinabzusteigen und in die ihnen vertraute Welt zurückzukehren. Als die Liebenden in das Zimmer zurückkehrten, war alles ungewohnt ruhig. Sie sahen Wheels, der unbeweglich in einer Ecke stand. Ron, warum ist er dort so eingefroren? Sieht aus, als hätten sie die alte Batterie herausgenommen. Und der eine Reifen ist auch durchstochen. Keine Sorge, die Menschen werden ihn morgen früh reparieren. Ron, schau! General Code liegt in Stücken am Boden. Na, den sind wir los. Genau wie Ron es vorausgesagt hatte, reparierten die Leute Wheels. Sie ersetzten seine alte Batterie durch eine neue und reparierten auch den geplatzten Reifen. Und auch General Code wurde von den Menschen repariert. Aber die Menschen benutzten Sekundenkleber, um ihn wieder zusammenzusetzen. Und der Klebstoff, den sie um seinen Mund herum anbrachten, war so fest, dass er nie wieder seinen Mund öffnen konnte, um zu sprechen, sich zu beschweren oder zu befehlen. Ich muss mich bei euch beiden entschuldigen, aber ich wurde von General Goat bedroht. Schon gut, Will. Ich wusste immer, dass du das Herz am rechten Fleck hast. Echt? Ja, übrigens, du siehst echt gut aufgemotzt aus. Ja, das tue ich. Wie wäre es, wenn ich euch beiden Turteltauben mitnehme? Steigt ein! Was auch immer für Schwierigkeiten auf sie zukommen werden, Ron und Edith würden sie sicher gemeinsam überwinden. Ein neidischer, stummer und zusammengeflickter General sah ihnen zu, wie sie in der Ferne kicherten und lachten. Wheels fuhr Slalom um die Tischbeine. Und alle lebten von nun an glücklich und zufrieden.